Ich bin der Ralf vom CVD in Kassel und das ist der Tobi. Wir stehen hier auf dem Königsplatz in Kassel. Das ist der Platz, wo jeder vorbei muss und vorbeikommt. Und wir freuen uns auf die Leute, die uns bei CVM Bewegt 2012 im Oktober hier begegnen werden. Wir freuen uns besonders, weil wir zum einen 2011 schon ganz tolle Erfahrungen auf diesem Platz gemacht haben. Wir haben im letzten Jahr 2011 hier ein Hockeyfeld aufgebaut. Weiter oben hatten wir ein Streetsoccerfeld und haben da ganz tolle Erfahrungen gemacht. Und 2012 wird ganz besonders die YMCA World Challenge an dem Samstag, dem 13. Oktober, im Mittelpunkt stehen. Wir werden gemeinsam mit CVMern aus der ganzen Welt Basketballkörbe werfen, wie es irgendwie geht. Ja, wir wollen, wie schon im letzten Jahr, junge Leute in Bewegung bringen. Das Schöne ist, dass über diesen Königsplatz eigentlich jeder muss, der durch Kassel muss, der durch die Innenstadt muss, der zur Schule geht oder von der Schule kommt oder einfach nachmittags mal shoppen geht, der bleibt dann, so ist unsere Erfahrung, länger hier, als man sich das denkt. Es hat Begegnungen gegeben im letzten Jahr mit Leuten, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, die vielleicht schon lange nicht mehr an der Jungschau waren, und das war einfach klasse. Die haben mit uns hier Hockey gespielt und waren so lange hier, bis die Mama per Handy sie eingetrieben hat und sie dann nach Hause mussten. Ganz tolle Erfahrungen. Wir hoffen, dass wir die in diesem Jahr wieder machen werden. Wir haben Angebote für jede Altersstufe. Und das ist möglich, weil wir mit anderen Sportvereinen Kassels zusammenarbeiten. Die Sportjugend wird uns unterstützen. Wir müssen lange nicht alles selbst machen, sondern freuen uns darauf, da mit vielen zusammenzuarbeiten. So haben wir zum Beispiel für die ganz Kleinen einfach ein Trampolin da stehen. Wir haben für die Älteren Lettergolf, auch so eine ganz neue Sportart, wo man einfach mal so Ziel werfen kann mit Golfbällen. Wir haben das Hockeyfeld für die, vielleicht eher im Jungschulalter, und für die Jugendlichen eine Soccerbox aufgestellt, wo jeder einfach mitspielen darf. Ja, das ist unser Schwerpunkt am Freitag, so ein breites Publikum mit vielen verschiedenen Sportangeboten zu erreichen, Kassel in Bewegung zu bringen. Samstag dann die YMCA World Challenge und da geht es fokussiert um Basketball, um Körbe zu werfen, so viel wie möglich. Außerdem haben wir Freitag und Samstag Parcours Kassel mit am Start, die uns kräftig unterstützen. Wir haben Kästen, wir haben Matten, wir werden vielleicht, wenn alles gut geht, einen Barren haben. Einiges, wo man einfach mal leichte Grundtechniken ausprobieren kann, mal reinschnuppern kann. Was ist Parcours? Was kann ich selber? Und wir freuen uns schon auf den 13. Oktober. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss!